Der namenlose Held treibt sich immer noch im Vulkan rum und ist jetzt endlich mal auf die Idee gekommen, mit dem Inquisitor über die Karte der Echsenjägergruppe zu sprechen. Ich hoffe, du hast einen Weg gefunden, die Zugbrücke zu öffnen. Nein, aber ich habe eine Karte aller Höhlen. Lass mal sehen. Das Tor kann man nur von innen öffnen. Wir müssen uns durch die Wand hacken. Hier hast du die Karte wieder. Komm mit. Ah, das ist das Rätsels Lösung. Es gibt gar keinen Weg. Ich muss mich durch die Wand hacken. Was kannst du mir beibringen? Und bei ihm kann ich Stabkampf lernen. Unterrichte mich im Stabkampf. Ich denke, dass du nun gut genug bist, um deine Angriffskombinationen zu verlängern. Bisher konntest du bis zu 3 Schläge miteinander kombinieren. Nun sind es bis zu 4 Schläge. Und mit ein bisschen Übung kannst du sogar Seitenschläge benutzen, um deinen Angriff noch weiter zu verlängern. Also trainiere nur fleißig weiter. Na, nochmal, komm. Unterrichte mich im Stabkampf. Wenn du durch einen gegnerischen Konterangriff ins Straucheln kommst, kannst du deinerseits einen Konterangriff ausführen, um ihm einen Strich durch die Rechnung zu machen. Du musst natürlich im richtigen Moment reagieren. Das war's erstmal. 10 Lernpunkte hebe ich mal kurz auf. Wo bist du hin? Hallo? Da. Wir müssen weiter. Oh, hier war ich noch gar nicht. Hier war ich noch gar nicht drin. Auweia. Komm mit. Ordenskrieger. 43 Gold, ein kleiner Heiltrank. Licht. Stahlrohling. Das war vorhin dieser Kampf, den ich gehört hatte. Echsenschwert. Richtstab. 14 Gold, einmal rohes Fleisch. 14 Gold, einmal rohes Fleisch. 6 Gold, einmal rohes Fleisch. Ordenskrieger, 24 Goldmünzen, ein Grog und eine Fackel. Echsenschwert. Richtstab. Vince. Wir sollten hier bleiben. Hier ist eine gute Verteidigungsstellung. Wenn wir uns zu sehr verteilen, sind wir verwundbar. Okay. Was ist das hier? Eine Tür. Ein Altar. Oh, hier nochmal so eine Säule. Vince. Ach, jetzt bist du da dran. Ah. Ich warte darauf, dass ich weiß, wo ich bin. Na gut. Wir müssen weiter. Oh, hier eine Steinplatte. Moment mal, das ist jetzt viel wichtiger. Ich finde hier ein Amulett der Macht. Ja, brauche ich nicht. Steinplatte. Bitte einmal lesen. 185 Weisheit. Und ich höre Gegrunze. Oh. Und da hat der Inquisitor ja kurz einen Prozess gemacht. 10 Gold, 2 Spruchroll der schwachen magischen Heilung und ein Echsenschwert. Hier ist es. Durch diese Wand müssen wir durch. Das sieht nach einer Menge Arbeit aus. Vince wird sich darum kümmern. Geh zu ihm. Er soll die Wand hier einschlagen. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Was hast du mit mir vor? Geh und sag Vince, er soll diese Wand einreißen. Wir beide kümmern uns um die weiteren Geheimnisse dieser Festung. Okay, Karte. Ah ja, ich bin hier an dieser Stelle. Jetzt bin ich wirklich in den Ruinen drin. Und hier ist dieser Durchgang, also diese Wand, die weg muss. Vince, ach, endlich mal bin ich derjenige, der hier arbeiten muss. Vince. Du sollst zum Inquisitor kommen. Zu Befehl. Nimm deine Spitzhacke mit. Was ist los? Wir müssen eine Wand einschlagen, um in die Krypta zu kommen. Beeil dich, der Inquisitor wartet auf dich. Ich mache mich direkt auf den Weg. Löblich. Was habe ich hier? Ach so, hier, das Ding wollte ich lesen. Ich bin Ursigor, der Verdammte.
so werde ich mit dem Titan ruhen bis zum Ende aller Tage. Ursigor ist irgendwo in diesem Tempel begraben. Aha. Ursigor, der Verdammte, das klingt nicht gut, lieber Held. Hier liegt noch ein Echsenschwert irgendwo. Ich weiß nicht wo. Ach, das lag irgendwo unten drunter. Gott. Telekinese hilft auch in solchen Fällen. Und ich schaue einmal mit Telekinese hier rundherum. Und irgendwie war ich in diesem Haus ja noch gar nicht drinnen. Das muss ich neulich komplett übersehen haben, als ich hier war. Gewehr, hier ist dein zukünftiges Ich. Du warst ausnahmsweise mal nicht blind. Die Tür zu diesem Räumchen, die war verschüttet und die Truppen des Inquisitors haben sie freigeschaufelt, während du dich mit irgendwelchen Echsen vergnügt hast. Steinplatten, wo seid ihr? Hallo? Und Wind zackt. Und ich finde nichts mehr. Vince wird sich um die Wand kümmern. Gut. Aber Moment mal, das irritiert mich, wenn ich Vince hier hacken sehe. Was für eine Aufgabe hast du für mich? Komm mit, ich zeige es dir. Na dann. Wo geht's hin? Zu dieser Tür? Hier, siehst du diese Tür? Auch einschlagen? Nein, aber ich habe hier diese Büste gefunden. Ich vermute, dass sie uns helfen wird, die Tür zu öffnen. Stell sie auf den Altar und mach dich bereit. Na gut. Karte. Da sind noch zwei Räumchen dahinter. Und das Autospeichern kommt ganz bestimmt nicht verkehrt. Feuerball, Feuerball, Feuerball. Und der Inquisitor kann ein bisschen Friendly Fire gebrauchen, oder? Ja, da habe ich ein paar Punkte kassiert. Und noch ein paar. Und da ist noch ein Brontok. Na komm, Inquisitor. Aber die Punkte nehme ich. Gluck, ganz schnell. Echsenkrieger, 12 Gold, ein kleiner Heiltrank. Der rennt schon wieder weiter. Hey, 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 hey. Den Echsenpriester, den nehme ich mit. Jawohl. Sehr gut. Was habe ich hier? Brontok, 2 rohes Fleisch, ein Brontokkorn und kein Licht. Doch, es ist nötig. 14 Gold, ein rohes Fleisch, 2 rohes Fleisch, ein Brontokorn, 3 rohes Fleisch, ein Echsenschwert und ich finde bestimmt noch eins, wenn ich gleich mit Telekinese hier durchlaufe. Und hier der Echsenpriester. Mit 2 Schriftrollen der schwachen magischen Heilung und 10 Goldstücken. Wusste ich es doch. Was? Hier gibt es noch mehr Wissen über diese Anlage. Bevor wir in die Krypta vorstoßen, müssen wir so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Na dann, lies mal. Ich bin Ursigor, Herrscher über die Titanen, und dies ist mein Befehl. Niemand soll die Macht haben, die Titanen zu unterwerfen. Meine Diener sollen seine... Nein, das heißt meine... Die letzten Sätze sind unleserlich. Hier komme ich nicht weiter. Und jetzt heißt es... Quest erfüllt. Hast du alles gelesen? Ja, aber ich konnte nicht alles entziffern. Dann müssen wir wohl in die Krypta, um herauszufinden, was da steht. Lass uns zu Vince gehen. Gute Idee, aber bitte mit Telekinese am Finger, denn hier habe ich noch ein Echsenschwert. Und jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil jetzt gerade die Queste Berichte dem Druiden erfüllt wurde. Ich habe dem Druiden doch gar nicht berichtet. Echsenschwert, komm. Keine Steinplatte. Oh.
Echsenschwert. Boah, wo die Schwerter immer überall hinfliegen, in jede Ecke. Aber leider ist hier keine Steinplatte. Schade. Gluck. Und Telekinese. Vince, warst du fleißig? Vince war total fleißig. Wie sieht's aus? Hoffnungslos. Mehr als dieses kleine Loch ist nicht drin. Die Wand ist einfach zu massiv. Was sollen wir machen? Du wirst gehen. Du musst durch dieses Loch und uns die Zugbrücke öffnen. Ich werde die Leute vor dem Tor versammeln. Ja, die übliche Arbeitsteilung. Ich setze mich der Gefahr aus und er wartet auf meine Taten. Ach. Aber ich bin ja Kummer gewohnt. Immer hier durchkrabbeln, vorsichtig. Krypta erreichen. Ah, okay, da ist einer. Bitte mal hier in Deckung zurückverwandeln. T. T. Licht. Feuerball. Und jetzt kann ich ja gar nicht laufen, wenn hier viele kommen. Und da kommen bestimmt viele. Nee, da kommt nur einer. Glück gehabt. Und ich sehe einen Smaragd und eine Steinplatte. Das ist nicht nötig. Ach, hör auf, komm. Smaragd und Steinplatte. Lesen. Lesen, lesen, lesen. 189. Ich brauche noch 11 Punkte Weisheit. Also noch leider ganze 3 Steinplatten. Echsenkrieger. 14 Gold und ein rohes Fleisch. Einmal hier rundherum. Nee. Karte. Ja, jetzt bin ich da an dieser Stelle. Geradeaus ist eine größere Halle, von der aus viele Wege abgehen. Und ich glaube, wenn ich rechts rumgehe, dann bin ich bei der Zugbrücke. Gluck. So, jetzt Vorsicht. Das Autospeichern ist bestimmt auch nicht verkehrt. Da hinten sind welche. Kann ich euch erstmal in Ruhe lassen? Oh, 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 oh. Bumm. Heck. Ach, du lässt dich aber auch immer erwischen. Sei doch mal ein Tick schneller. Das würde mir manchen Herzsprung ersparen. Nein, Quer. Sind sie zu schnell, bist du zu langsam. Schieb nicht alles auf deine Spielfigur. Und dann. Echsenschwert. 3-mal rohes Fleisch. Treppe. Echsenschwert. 14 Gold. Oh, das sind die nächsten. Wumm. 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 Und weg, 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 weg. Lauf, Forest, lauf. Lass dich nicht schon wieder erwischen. Auch nicht von dem da. Wie gut, dass das nicht so viele sind. Echsenschwert. 14 Gold. Oh, ich habe welche aktiviert. Einen Torwächter zum Beispiel. Geh doch weg. Geh weg. Geh zu deinem Tor. Oder kommt ein Ghoul. Ah! Und noch ein Echsen. Untoter. Ah! Ich bin ein bisschen in Panik. Gluck. Wenn ich dahinter renne, dann habe ich ja die nächsten an der Backe. Oh! Komm, das ist nur einer, das ist nur einer, das ist nur einer. Der Ghoul ist schon tot. Und der? Noch nicht! Ah, geh weg! Oh, das war der härteste Level-Up im ganzen Spiel. Oh, trinken, 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 trinken. Puh, trinken. Ich verschwende jetzt hier alles, was ich habe, an Tränken.
Eieieiei, untoter Krieger. 14 Gold und ein rohes Fleisch. Wo ein untoter Krieger ein frisches, rohes Fleisch herhaben will, das erschließt sich mir nicht. Eine Kralle, Echsenschwert. 14 Goldmünzen und ein Schlüssel. Der Schlüssel zum Tor der Krypta oder so ähnlich. Echsenschwert. Echsenkrieger, 14 Gold. Echsenschwert. Brontok, 2 rohes Fleisch, ein Brontokhorn. Hier waren die drin. Das ist das Tor, oder das ist irgendein Tor. Sieht zumindest so aus. Hier ist nix. Rechts rum. Nix. Nee. Weiter rechts rum. Hier können Ghule und Untote sein, da muss ich vorsichtig sein. Aber jetzt habe ich Platz zum Laufen. Nix. Hier ist eine Art Treppe nach unten. Da geht's nicht weiter. Was vielleicht auch besser so ist. Oh, da ist ein Gegner. Aber wenn ich das Tor nicht aufbekomme, dann kann ich da im Moment nicht hin. Jetzt komme ich ja schon wieder dahin, wo da hinten diese anderen Typen sind. Aber ich kann laufen. Ich habe hinter mir jede Menge Platz. Wumm. 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 Und wumm. Echsenschwert. 3 rohes Fleisch. Hier kann ich auch nicht durch. Da fehlen mir die Büsten. Echsenschwert. 12 rohes Fleisch. 12 Goldmünzen und ein kleiner Heiltrank. Da ist ein Echsenpriester. Das ist gefährlich, weil der jetzt hier ballern kann. Und ich schieße gekonnt vorbei. Der bleibt hoffentlich liegen. Oh, hier ein Ghoul. Ich habe dich gesehen. Weg. Mit Ghulen mache ich mittlerweile kurzen Prozess. Was ist hier? Hallihallo. Ach, wieder so eine Tür mit Büstenmechanismus. Nix. Von da geradeaus komme ich her. Nee, gar nicht wahr. Ich komme von daher. Hier war ich noch nicht drin. Hier war der Ghul drin mit einer Kralle. Steinplatte, Steinplatte. Wo ist die nächste Steinplatte? Die nächste Steinplatte ist nicht hier drin. Das ist schade. Brontok, 2 rohes Fleisch, ein Brontokhorn. Echsenpriester, 9 Gold, ein Echsenschwert, eine Schriftrolle. Skelett beschwören. Hier komme ich auch nicht durch. Doch, hier komme ich durch. Was ist das? Feuerball? Habe ich eigentlich noch Licht? Ich habe gar kein Licht mehr. Oh, sag doch was. Oh, da sitzt einer und ich erinnere mich dunkel daran, wer das ist. Hm. Soll ich mit dem jetzt schon sprechen? Ich gehe erst einmal rundherum. Hier. Ach, da ist doch der Nächste. Echsenkrieger, hallo. Und du bist nicht alleine. Das ist nicht nötig. Ich bin aber schneller. Ihr seid doch viel zu langsam. Ihr seid viel zu langsam. Warum bin ich nicht früher auf die Idee gekommen, hier Eile anzuschalten? Dann wäre mir mancher Schwerthieb in den Rücken erspart geblieben. 12 Gold, ein kleiner Heiltrank, ein Echsenschwert und da vorne ist noch irgendwo einer. Mit einem Echsenschwert und 12 Goldmünzen und einem kleinen Heiltrank und ich hänge sogar mein Licht ab. Und hier brauche ich die nächsten Büsten. Hier ist nix.
Irgendwo muss man doch zu diesem Tor kommen. Ach, man kann hier hoch. Irgendwie. Hier vielleicht. Hier war ich noch gar nicht drin, oder? War ich hier schon drin? Kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Da oben ist doch ein Raum. Wie komme ich da hin? Es gibt doch hier garantiert irgendwo eine Treppe, die so offensichtlich ist, dass ich sie nicht sehe. Eile. Da vorne war doch nur eine Treppe nach unten. Oder? Hier. Hier geht es nur nach unten. Hier geht es nicht hoch. Das stimmt. Aber irgendwo muss es doch auch hochgehen. Treppe, hallo. Oder muss ich doch erst zu diesem Typen da runter? Dahin? Dann gehe ich mal dahin. Mit dem da unten zu sprechen, ist ganz bestimmt eine gute Idee, aber nicht mehr in diesem Video. Damit geht's dann erst weiter im nächsten Teil. Bis dahin.